Herzlich willkommen bei unserem neuen Video der Gutwetterfabrik. Dieses Mal möchten wir über das Vida XL Hochbeet sprechen und versuchen, euch alle Features näher zu bringen. Hierzu haben wir diverse externe Daten für euch analysiert und Expertenmeinungen ausgewertet. In diesem Video werde ich die Vorteile und Nachteile dieser Hochbeete diskutieren und dir helfen, zu entscheiden, ob sie die richtige Wahl für dich sind. Vorteile: Hochbeete aus verzinktem Stahl sind sehr langlebig. Sie können viele Jahre lang verwendet werden, ohne zu rosten oder zu verformen. Sie sind wetterfest und können auch bei extremen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Außerdem sind sie einfach zu montieren und zu demontieren. Sie sind außerdem in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Sie können mit verschiedenen Materialien befüllt werden, wie Erde, Kompost oder Mulch. Wir schauen regelmäßig für euch, wo ihr ein Produkt wie dieses möglichst günstig kaufen könnt. Entsprechend haben wir unter diesem Video in der Infobox das aktuellste Angebot für euch reingepackt. Schaut doch deshalb gerne einmal hinein, wenn ihr möglicherweise ein wenig sparen möchtet. Alternativ findet ihr dort auch zusammenfassend ein paar Infos, falls euch das Video zu lang sein sollte. Des Weiteren bieten sie eine gute Drainage und verhindern Staunässe. Sie sind bequem zu bewirtschaften und ermöglichen ein ergonomisches Arbeiten. Zudem bieten sie eine gute Sicht auf die Pflanzen und erleichtern die Ernte. Nachteile: Hochbeete aus verzinktem Stahl können relativ teuer sein. Zudem sind sie schwierig zu transportieren und können sehr schwer sein. Sie können nicht in der Nähe von Bäumen oder anderen Pflanzen aufgestellt werden, da sie das Wurzelwachstum beeinträchtigen können. Und sie können nicht in der Nähe von Stromleitungen aufgestellt werden, da sie einen Blitzschlag verursachen können. Fazit: Hochbeete aus verzinktem Stahl sind eine gute Wahl für alle, die ein langlebiges, wetterfestes und einfach zu bewirtschaftendes Hochbeet suchen. Sie sind jedoch relativ teuer und können schwer sein. Wenn du ein budgetfreundlicheres Hochbeet suchst, kannst du alternativ auch ein Hochbeet aus Holz oder Kunststoff wählen. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, die Vorteile und Nachteile von Hochbeeten aus verzinktem Stahl zu versehen. Hier sind noch einige zusätzliche Informationen, die für dich relevant sein könnten. Hochbeete aus verzinktem Stahl sind eine gute Wahl für alle, die einen Gemüsegarten anlegen wollen. Sie bieten nämlich eine gute Drainage und verhindern Staunässe, was wichtig für das Wachstum von Gemüsepflanzen ist. Hochbeete aus verzinktem Stahl sind auch eine gute Wahl für Menschen mit Rückenproblemen. Da die Beete hoch sind, müssen sie sich nicht bücken, um an die Pflanzen zu kommen. Hochbeete aus verzinktem Stahl sind demnach auch eine gute Investition für die Zukunft. Sie können nämlich viele Jahre lang verwendet werden und sind relativ pflegeleicht. Wenn du dich für ein Hochbeet aus verzinktem Stahl entscheidest, solltest du beim Kauf einige Dinge beachten. Wähle ein Hochbeet in der richtigen Größe für deinen Garten. Achte darauf, dass das Hochbeet aus hochwertigem verzinktem Stahl gefertigt ist. Stelle das Hochbeet an einem sonnigen Standort auf und fülle das Hochbeet mit einer guten Mischung aus Erde, Kompost und Mulch. Gieße zudem deine Pflanzen regelmäßig und dünge sie, je nach Bedarf. Mit ein wenig Pflege wirst du dann viele Jahre lang Freude an deinem Hochbeet aus verzinktem Stahl haben können. Und das war's auch schon mit unserem Video zum Vida XL Hochbeet. Wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen und bei eurer Entscheidung unterstützen. Lasst uns doch dann gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um keins in Zukunft zu verpassen. Gerne könnt ihr auch eure Erfahrungen und Meinungen zu dem Vida XL Hochbeet in den Kommentaren hinterlassen. Und hiermit verabschieden wir uns, eure Gutwetterfabrik.